Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Buzz. Dieses Spiel befindet sich derzeit noch im Early Access und ich habe mir jetzt mal eine kleine Tour rausgesucht. Und zwar mit diesem süßen kleinen Doppeldeckerbus. Ein sehr, sehr schöner Bus, wie ich finde. Und gleich mal ein hübsches Foto von. Stehen hier. Ja, ihr seht's. Am Bundestag, Reichstag. Da seht ihr es. Wunderschön, oder? Sind wir da gespannt, wie weit wir gehen können. Wir können anscheinend eine ganze Weile. Es ist ja wunderbar. Schaut euch das an. Berlin at its best. Ach, genial, oder? Da das Bundeskanzleramt. Machen wir gleich mal ein schönes. Ist ja. Ach, scheiße. Sorry, das war jetzt mein Fehler. Falscher Knopf. Das wollte ich so. Schaut euch das an. Es ist doch einfach nur mega, oder? So, und da. Es ist Berlin. Es ist Berlin, wie es lebt und lebt. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur mega geil. Da sitzen also die Damen und Herren drin, die unser Volk, ach ja, genau, die uns als Volk zu vertreten haben und die politischen Entscheidungen treffen, die uns mal mehr, mal weniger gefallen. So, bis hierhin und nicht weiter. Dem deutschen Volke, ja, so ist es, so soll es auch sein. Da ist dann dieses, und da hinten ist dann die Schaltzentrale des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz. Ja, ich würde sagen, wir hüpfen mal in unseren Bus, starten unsere kleine Sightseeing-Tour hier mitten durch Berlin am Sonntag, den 6.11.2022. Und ihr seht, es wird langsam, ja, es ist spät am Nachmittag. Es ist nämlich die Uhrzeit, die wir jetzt auch haben, 15 Uhr und irgendwas. Und wie gesagt, dieses Spiel nennt sich The Buzz und ist noch im Early Access. Deshalb sind ja auch noch nicht alle Funktionen verfügbar. Aber das freie Spiel ist verfügbar und ja, ich würde sagen, wir setzen uns hin. Und schließen mal die Türen. Wieso schließt ihr die nicht? Ach, das ist nicht einfach. Drücke A, okay. Immer einschalten mit G. Du schließt ja die Tür denn nicht. Na egal, komm, machen wir erstmal. So, PIN 5897 Linie 100 Kurs 5. So. Westtag Bundestag. Abfahrt 15.26 Uhr. Ja, da sind wir doch jetzt. An 15.40 Uhr. So, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt auch langsam mal abfahren hier. Klimaanlage einschalten mit G. Ja, das tue ich schon die ganze Zeit. Aber irgendwie will er das nicht. Passagiere oder Sonnenblende. Sonnenblende links. Fahrfenster. Das ist Scheibenwischer. Haken. Gangschalter. Motor. Licht. Blinker. Warnblinker. Fahrerkabinenlicht. Nicht verfügbar. Passagierlicht. Passagierlicht. Ja, warum macht er das denn mit der? Wieso schließt er die Tür nicht? Gibt's doch gar nicht.
Podestheizung, Barfensterheizung. Ach Leute, wisst ihr, das ist nicht einfach. Schließ die Tür nicht. Gibt's doch gar nicht. Ich kann doch nicht mit. So, ich muss losfahren. Schaltet die Klimaanlage nicht ein, ne? Seht ihr das? Wie kann man das denn machen? Muss man eben auf Option gehen. Klimaanlage ein, aus. Löschen, dann machen wir mal. So. Nehmen wir anwenden. Gehen auf zurück. Schaltet die scheiß Klimaanlage nicht an. Ist doch gar nicht. Ist mir auch egal jetzt. Komm, fahren wir einfach mal weiter. Auch sowieso schon ein bisschen leicht in der Verspätung hier. Wie gesagt, das Spiel ist noch im Early Access. Das wird an sich noch entwickelt und es sind derzeit nicht alle Funktionen verfügbar. Und deshalb kann man hier noch nicht alles machen, aber ich finde es an sich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich würde eigentlich schon mal rechts rüberfahren, weil wir gleich anhalten müssen. Platz der Republik. Mein Gott, ey. Da vorne ist unsere Haltestelle. Wackelt der denn so? Naja, egal. Komm jetzt mit einer Verspätung von circa 4 bis 5 Minuten an. Ich hoffe, das ist noch einigermaßen erträglich. So. Boah, was gibt's denn? Wer fährt mir denn da in die Karre? So, nun. Was muss ich jetzt machen? Weil es eine Weiterfahrt, oder? Ach, 15.40 Uhr fahren wir dann. So, sollen wir ja schon am Zoologischer Garten sein. Das heißt, wir fahren jetzt weiter, oder wie? Fahren jetzt weiter oder wie? Steigt ja anscheinend keiner mehr ein. Haus der Kulturen ist dann unsere nächste Haltestelle, die wir dann in gut 300 Meter erreicht haben.
Wie gesagt, wir sind jetzt ein wenig verspätet. Das kann man, glaube ich, noch vertreten. Hoffe ich. Haus der Kulturen der Welt. So, da vorne ist dann schon unsere nächste Haltestelle. Ich finde das mit den Ansagen ja richtig schön. Muss ich echt sagen. Gefällt mir. Ach Gott im Himmel, da liegt ein Schild auf dem Boden. Mein Gott, das ist aber auch... So, einen aussteigen. Ja, kommt sonst noch jemand? Scheint nicht so gut, fahren wir weiter. Nächste Station, Schloss Bellevue. Sitz des Bundespräsidenten. Die parken ja alle auf der Straße. Das ist typisch Berlin. Typisch Berlin, ganz ehrlich. Aber ich liebe Berlin. Ich kann nichts anderes sagen. Ich liebe Berlin. Ich kann nichts anderes sagen. Muss ich wirklich so sagen. Doch gar nicht. Wo hänge ich denn da ständig dran? Ist alles ein bisschen eng hier. So, Schloss Bellevue. Da steht eine ganze Menge an. Bezahlt. So, ja. Rück 0 Euro. Gut. Ja, bist fertig, Kollege. Wie setze ich das jetzt zurück hier? Meine Güte. Ich drehe noch am Rad heute. Das gibt's doch gar nicht, ja? Boah, ey, Leute! Das ist doch jetzt nicht wahr. Wie kriege ich das hier wieder zurück, Mensch? Leute, ey, das gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Das ist echt, also das ihr, weiß ich nicht. Was ist los? Keine Ahnung, wie das funktioniert, wie ich den weiter schicke. Keine Ahnung. Sorry, das sind noch so Funktionen.
wo ich noch nicht so richtig durchblicke. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch im Early Access und da ist wahrscheinlich noch so einiges verbuggt. So. So, das war das. Dann geht's weiter. Komm, ist grün. Scheiße, ich muss links rüber. Danke. Danke fürs Rücksicht nehmen. Vielen Dank. Wahnsinn, oder? Die Liebessäule, glaube ich, nennt sich das doch, oder? Siegessäule, sorry, Siegessäule ist das, genau, die Siegessäule. Hier stand immer damals, fand hier immer die Love Parade hier statt, an dieser Stelle. Straße des 7. Juni, wie die heißt, wer jetzt gleich rumgeht, diese lange Straße. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon, oder? Könnt ihr mir folgen? So, nächste Station, Nordische Botschaften, Adenauerring. Nordische Botschaften, Adenauer Stiftung. Genau. Oh, was ein schöner Audi, oder? Die haben ja die Fahrzeuge leider nicht lizenziert bekommen. Deswegen stehen da auch alles überall andere Namen drauf. Und teilweise auch andere Zeichen. Aber nun ja, so ist das nun mal. So, wir müssen hier rechts rüber. Nämlich da anhalten müssen. Auch jemand reingekommen, sehr schön. Aber weiterfahren. Nächste Station, Lützowplatz. Schon. Zahlmethode Handy. Was soll ich jetzt machen? So, Kauf. Ja, was? Keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Echt nicht. Sorry, aber.
Ja, wie denn, du Vollpfosten? Wie kann man denn hier mit Handy machen? Wie geht das? Keine Ahnung, wie das funktioniert, Mensch. Ich habe keine Ahnung. Sorry, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, sorry, ich bin ja überfragt gerade. Das ist alles noch so, weiß ich nicht. Ja, gut, doch einfach weiter und dann hat sich die Kiste. So, wir fahren weiter. Also das sind alles noch so Dinge, die sich dann auch irgendwie ändern müssen, weil, wie gesagt, da bin ich noch total überfragt, wie das mit dem Bezahlen funktioniert. So, nächste Station Schillstraße. Hier rechts. Steigen einige aus, aber keine ein. Gut. Dann fahren wir weiter. Oh, was ist denn jetzt kaputt hier? Nächste Station Bayreuther Straße. Meine Güte, gibt's doch gar nicht, ey. Nächste Station Breitscheidplatz.
So, und danach kommt dann auch schon Zoologischer Garten. Das Ende unserer Tour. Na komm, Ampel, wird doch endlich mal grün da. Meine Güte. Endlich. Komm, gib Gas. Ich will auch noch gern drüber. Mein Gott, der typische Berliner Verkehr hier. Nächstes nicht zu viele. Das war aber, ey. Holla die Waldfee. Schon ein bisschen knapp, oder? Aber wir sind nicht dran, oder? Breitscheidplatz. Guck mal, da steht ein Auto auf dem Bürgersteig. In Berlin ist alles möglich. Gelb. Wo will die denn hin? Talmud Tour der Handy. Kurzstrecke 2 Euro. Kurzstrecke. Ach so, scheiße. Moment. Kriege ich das jetzt wieder zurück hier, verdammt. Sehr schön, hat funktioniert. Preis 3 Euro. Zahlmethode Karte. Berlin AB Einzelfahrschein. Okay, dann machen wir das mal. Einzelfahrschein. Ah, jetzt scheint es zu funktionieren. Wunderbar. Machen wir noch jemanden? Nee. Jetzt habe ich es langsam raus. Gut, dann können wir ja weiter. Wir fahren. Wir sind durch hier soweit. Blinker an, geradeaus. So, nächste Station. Ach, ihr Idioten. S&U Zoologischer Garten. 300 Meter, 350 circa. Aber jetzt hat es endlich funktioniert mit dem Ticket bezahlen. Jetzt ist etwas so, da knallen wir noch drüber, ist gelb. Und da vorne ist dann unsere Endhaltestelle. Wunderschön. So, alle raus. Sehr schön. So, was? Next Route 100. Route vollständig. Perfekt. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Herzallee. Ja, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Speichern das Ganze erstmal, würde ich sagen.
So. Und dann würde ich sagen, mal raus aus dem Bus hier. Und das war's dann mal fürs Erste mit diesem Video und mit diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Wie gesagt, dieses Spiel nennt sich The Bus und ist noch im Early Access. Ich finde, es ist noch verbesserungswürdig. Es wird mit Sicherheit auch noch gehen. Und an sich ist das Spiel sehr schön. Man lernt Berlin kennen. Es ist sehr authentisch, auch von den Sehenswürdigkeiten her. Es ist eine sehr schöne Tour durch Berlin. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, bei Steam zu erwerben für 25,95 €. Ja, schaut's euch an, habt Spaß. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.